Eine spektakuläre Bergwelt, der Alpstein in der Ostschweiz. Mein Lieblingsort heute in diesem Video, nehme ich euch mit auf Wanderschaft. Und zwar da hoch. Viel Spaß haben! So, wer den Seealpsee besuchen möchte, es gibt verschiedensten Touren, unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden nachzulaufen. Heute machen wir die klassische Tour, einfach mal straightforward. Ja, das kann auch ein ungeübter Sportler machen, sage ich jetzt mal so. Ja, also es gibt da schon zwischenzeitlich das ein oder andere Mal, wo fast ein 20%iger Anstieg drin ist. Ja. Aber das sollte doch jeder, der ein bisschen gesund ist und Spaß hat in der frischen Bergluft, meistern können. So, das erste Teilstück geht schon steil hoch, aber die Aussicht von hier oben ist dann natürlich schon mal wieder grandios und lohnt sich wirklich. Ihr solltet aber auch immer beachten, dass ihr natürlich im Sommer auch nochmal wärmere Textilien mit dabei habt, also vielleicht ein Pullover oder eine kleine Jacke, ein Blouson oder so, gegebenenfalls sogar ein Schirm und natürlich eine Mütze. Also von der Wand hier, die hinter mir sich befindet, sind es dann noch rund 15 Minuten, bis ihr am Seealpsee seid. Von hier aus geht es dann flach weiter Richtung des Sees, aber ich empfehle euch immer, dass ihr eine kleine Tour noch macht, einmal rund um den ganzen See herum, weil es den einen oder anderen schönen Blick da gibt, dann auch Richtung Sentis. Also, wenn ihr Lust habt, dann könnt ihr euch sowas hier mieten für die Unterkunft und quasi früh morgens dann hier schon, bevor dieser große Ansturm von den ganzen Touristen kommt, die frische Bergluft genießen.
hinten, da könnt ihr erkennen, dass es der Sent ist. Das ist ein 2502 Meter hoher Berg. Das ist jetzt hier quasi die Südseite. Da liegt noch Schnee und da geht ein Weg dann von hier unten alles hoch. Das war allerdings eine Tagestour. Die werde ich jetzt nicht in diesem Video abdecken. Ich glaube, ich habe nicht zu viel versprochen. Ein spektakulärer Blick hier auf den Sent ist im Hintergrund. Seealpsee, Ostschweiz, das Alpsteingebirge lohnt sich. Also solltest du dir das auf jeden Fall mal erkunden. Vielleicht möchtest du auch ein Abonnement da lassen, ein Like geben für diese Frischluft hier in diesem Video. Weiter geht's. Es gibt ja noch so zwei Möglichkeiten, vor einem Seealpsee-Restaurant unterzukommen und Verpflegung zu haben oder auch hier am Ende des Sees. Kriegt ihr dann zum Beispiel frische Ziegenmilch, Käse, natürlich Appenzeller Land hier und vielleicht frischen Kaffee. In der Nacht vom 8. auf den 9. Juni 1988 ist hier etwas ganz Besonderes passiert, was glücklicherweise unbeschadet ausgegangen ist. Und zwar von hier oben kam dieser Fels herab und das nennt sich seitdem den Felssturz vom Steckenberg.
Unser Tagesausflug an den Seealpsee neigt sich zu Ende. Herzlichen Dank für deine Zeit, für den Spaß der frischen Bergluft, die ich selber einatmen durfte. Es hat mir Spaß gemacht. Ich hoffe, ich sehe dich im weiteren Video. Schau dir die Playlist an. Neues Abenteuer fängt dann an, wieder bei Muck on the Road. Und zwar ein Ort, der etwas ganz Besonderes ist. Er liegt auf zwei Kontinenten. Mehr sage ich dazu nicht. Wir sehen uns bis dahin. Peace and blessings. Und stay tuned für weitere Abenteuer über Muck on the Road. Adios. Ich krieg Glück, nein, das ist nur ein Körper.